Ganz allgemein gefragt, wie wichtig sind Parteifarben auf kommunaler Ebene? Denn tatsächlich, es gibt ja auch in Vorarlberg die Lustenau war eine FPÖ-Hochburg, dann Bludenz, eine war eine SPÖ, dann gab es Wechsel. Wie wichtig ist die Parteifarbe im Allgemeinen und würden Sie sagen, die FPÖ als Ihre Parteifarbe ist in Hohenems wichtig? Ich glaube, was Parteipolitik auf Gemeinde- und Stadtebene eigentlich gar keine Rolle spielt. Da geht es weniger um Ideologie, da geht es wirklich um handfeste Themen, um Projekte, wo man schauen muss, wie bringt man die zum Umsetzen, wie können wir die finanzieren. Da geht es eher darum, was wir Menschen haben, die sich einbringen, auch durchaus mit unterschiedlichen Zugängen und Meinungen, und dass man dann versucht, einen Konsens zu finden und Dinge vorwärts zu bringen. Und da geht es in der Regel wenig um ideologische Themen eigentlich. Dieter Ecker war das Bürgermeister von Hohenems. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Sehr gerne.